Heidi ho, meine Lieben, und herzlich willkommen zu G's Cooking Show. Der David ist wieder hinter der Kamera. Und heute machen wir einen kleinen Dip. Das wird eine ganz kurze Folge und ein leckerer, einfacher Dip. Und die Zutaten sind Honig, 3 Esslöffel, Hummus, 3 bis 4 Esslöffel, Frischkäse sind 6 Esslöffel, ungefähr 3 Teelöffel Leinöl und eine Prise Salz. So, den ganzen Kram, den schütten wir einfach zusammen, verrühren den Jod, und dann ist es das schon, Freunde. Ganz einfach, sehr lecker, und dann habt ihr einen tollen Dip zu einem frisch gemachten Brot, wie zu dem Hanfbrot, was wir gemacht haben. Ist ja eigentlich ein Hanf-Dinkel-Röstzwiebelbrot, wenn man mal, ne, alles richtig sagen will. Ist ja nicht ein reines Hanfbrot. Dann verrühren wir den Spaß jetzt einfach. Ich nehme mir einfach mal ein Löffelchen, ne? Und dann fangen wir an. Fangen wir einfach mal an mit dem Frischkäse. Wie gesagt, sind ungefähr 6 Esslöffel. Einfach einmal da rein. Dann nehmen wir die 3 bis 4 Esslöffel von dem Hummus. Zack. Ist das ganz normaler Hummus oder ist das irgendein bestimmter? Das ist ganz normaler Hummus. Gut, dass du nachfragst, Digga. Ne, ist ganz normaler, der ist halt bloß ein bisschen vorgewürzt. Aber das ist einfach eine Hummus-Creme halt. Den haben wir jetzt auch nicht selber gemacht. Ich meine, wenn man den Grundhummus selber macht, da sind halt bestimmte Gewürze dran, die man nur selber mag und nicht, was manch anderer vielleicht mag. Weil viele Leute mögen ja extrem viel Kümmel und sowas. Und eigentlich ist nicht so viel Kümmel im Hummus oder gar keiner. Naja. Ne, aber wir haben eine Hummus-Creme, ne? Jetzt haben wir hier den Honig. Das kann auf jeden Fall lustig werden. Immer noch das Salz dazu. Und das Öl. Schwupp, Freunde. So. Und den ganzen Spaß kann ich ja auch mal zu euch hier ein bisschen anwinkeln. Muss man halt sehr, sehr gut verrühren. Das kann jetzt ein ganzes Weilchen dauern. Und dann könnt ihr euch das einfach in einer Tupperdose abfüllen. Das hält sich auch ein paar Tage. Dann habt ihr eine echt leckere Hummus-Frisch-Creme. Creme frisch. Nee. ja, Hummus-Frisch-Käse-Honig-Dip würde ich es einfach mal nennen. Oder Aufstrich, je nachdem. Genau. Also ein Hummus-Frisch-Käse-Honig-Aufstrich oder Dip. Das war gut. So. Die Szene nehmen wir auf jeden Fall. Ist sie gut. So. Wie gesagt, müsst ihr eine Weile verrühren. Hier sind doch sonst noch ein paar Stückchen drin. Müsst ihr so ein bisschen glatt rühren. Wie macht sich das eigentlich mit dem Honig? Bis jetzt recht gut. Ich habe auch gedacht, dass es sich ein bisschen scheiße rühren lässt. Aber durch das Öl mit drin, geht es eigentlich schon recht gut. Ich denke mal, wenn man es dennoch mal in den Kühlschrank macht, wird es noch mal ein bisschen fester. Aber ich denke mal, vom Geschmack her ist das schon sehr intensiv. Also da dippst du dich, glaube ich, nicht tot dran. Ja, weil so von der Konsistenz her jetzt würde ich eher sagen, dass es ein Dip ist. Wenn du es als Aufstrich benutzen willst, läuft sie eher vom Brot runter. Mhm. Ja, sonst vielleicht, wenn es ja euch einfach zu flüssig ist, der ganze Spaß, musst du einfach mehr Frischkäse drunter heben. Oder wie gesagt, wenn wir es jetzt gleich nochmal in den Kühlschrank tun, wird es vielleicht eh nochmal fester, weil jetzt nicht alle Zutaten, die wir hatten, frisch aus dem Kühlschrank waren. Sondern die natürlich auch schon Raumtemperatur hatten, wie das Öl und so. Aber das versucht er einfach noch ein bisschen glatt zu rühren. Und wenn ihr das soweit habt, dann füllt er euch den Spaß einfach in eine Tupperware ab und dann wandert er in den Kühlschrank. Oder ihr esstet halt gleich, aber ich glaube, ein bisschen zu kühlen ist besser.
schön Tupperdöschen. Dann geben wir den ganzen Spaß. Schon den Abdecker drauf. Zack, und ab im Kühlschrank. Dann sind wir schon fertig, Leute. Wie gesagt, eine schnelle Cheese Cooking Show diesmal. Aber wenn ihr das noch nicht gemacht habt, abonniert gerne den Kanal oder guckt euch eine andere Folge an oder abonniert auch gerne alle Huntrap. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Da wird es dann noch einen anderen Dip geben, Freunde. Und der David ist auch wieder mit dabei. Also bis dann. Ciao, ciao. Ciao.